Seeker out. Hallo Freunde, willkommen zurück hier bei uns im Ausblick. Wir schauen voraus auf Update 084, denn Nikolai Kuznetsov wird ins Spiel kommen. Er wird für Rationsmarken zu bekommen sein, nämlich 1500 werdet ihr benötigen, um diesen Kapitän hier in eure Schiffe zu setzen. Er ist ein heldenhafter Kapitän und da gibt es ja immer diese Sachen, bei diesen heldenhaften Kapitänen muss man bestimmte Voraussetzungen erreichen, also bestimmte Achievements, um dann weitere Fähigkeiten freizuschalten, die dann immer nur für dieses Gefecht aktiviert werden. Es gibt hier aber auch wieder zwei Fähigkeiten, die standardmäßig quasi zu skillen sind bei diesem Kapitän. Einmal gibt es den 1000 Sasser, wo die Nachladezeit für Verbrauchsmaterial um 10% statt 5% reduziert wird. Und zum anderen gibt es hier den verbesserten Elite-Schütze, der jetzt hier erwähnt wird, obwohl das hier ein bisschen komisch dargestellt wird von der Grafik her, ist aber hier auf dem Testserver, also kann man davon ausgehen, dass das einfach nur ein Fehler ist, der noch behoben wird. Die Turmdrehzeit erhöht sich auf 1 Grad pro Sekunde statt 0,7 Grad pro Sekunde beim Elite-Schützen. Das heißt, für alle Kaliber über 139 mm ist die Turmdrehzeit dann schneller. Und ihr kriegt schon mit, in welche Richtung das hier geht. Das ist der optimale Kapitän für russische Schlachtschiffe. Warum, erzähle ich euch gleich später nochmal. Dann kommen wir zu den versteckten Reserven. Wenn ihr den Erfolg Erstes Blut in einem Spiel bekommt, bekommt ihr sofort für alle Verbrauchsmaterialien, die euer Schiff hat, also zum Beispiel Schadensbegrenzungsteam, Reparaturmannschaft, Jäger, wer, was auch immer, zum Beispiel können es ja auch Kreuzer sein mit Radar oder Hydroakustik oder so eine Sachen, eine Aufladung in diesem Spiel geschenkt. Und zwar bis zum Ende dieses Spiels habt ihr eine Aufladung mehr zur Verfügung. Und dann gibt es noch den Willen zu gewinnen und der bringt Folgendes. Wenn euer Schiff unter 10% der Gesamttrefferpunkte fällt, dann werden sofort alle Feuer gelöscht, eine Reparaturmannschaft ausgelöst, die 0,4% der Gesamttrefferpunkte pro Sekunde wiederherstellt und die Streuung der gegnerischen Granaten wird nochmal um 5% erhöht. Also zusätzlich zu eurem Standardwert, die Tarnung oder der Tarnungsmodul mit sich bringt, werden dann nochmal 5% die Streuungswerte erhöht. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, das Chance-Begrenzungsteam und die Reparaturmannschaft sind 30 Sekunden lang aktiv. In der Zeit bekommt ihr 0,4% eurer Gesamttrefferpunkte wiederhergestellt. Das sind Ticken weniger, als die Standardreparaturmannschaft leisten kann, aber man kriegt sie ja auch geschenkt, einfach nur, weil man runtergeschossen wurde, nämlich nur noch 10% seiner Schiffs-HP hat. Und das ist so eine richtig geile Sache. Also ihr steht vorne, an der Front, werdet beschossen mit HE-Granaten, habt vielleicht Torps gefressen, flutet gerade und zack, kommt eine Reparaturmannschaft und ein Schadensbegrenzungsteam. Das werden sofort alle Feuer gelöscht, alle Flutungen beseitigt und die Trefferpunkte, die ihr vorher verloren habt, werden dann langsam wieder aufgebaut. Das ist einfach eine interessante Geschichte und das bringt mich ganz genau wieder zu diesem Punkt. Was soll dieser Kapitän denn sein? Der Kapitän soll eine Verbesserung für russische Schlachtschiffe sein. Wir haben da kaum was anderes, was mir jetzt so in den Sinn kommt, wenn ich darüber nachdenke, wo dieser Kapitän am sinnvollsten einzusetzen sein wird. Ihr habt bei russischen Schlachtschiffen ein begrenztes Chance-Begrenzungsteam, nämlich nur 5 Aufladungen. Ja, und das, ihr bei, wenn, sobald ihr 10% unterschreitet, bekommt ihr quasi eine Aufladung geschenkt. Und wenn ihr First Blood gemacht habt, bekommt ihr noch eine Aufladung geschenkt. Ja, diese 10%, die droppen natürlich sofort, die müsst ihr nicht separat auslösen, sondern ihr müsst im Hinterkopf behalten, ich habe diesen Kapitän auf dem Schiff und in dem Moment, wo die 10% unterschritten werden, löst sich das automatisch sofort aus. Und dann habt ihr, wie gesagt, noch weitere verborgene Reserven hier, wo ihr dann eine Aufladung mehr zur Verfügung bekommt. Und das ist wirklich eine ganz, ganz interessante Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht die Überlebensfähigkeit der russischen Schlachtschiffe, ja, die wird dadurch ordentlich gepusht, muss man ganz einfach sagen. Genauso wie auch mit dem Nachladen der Verbrauchsmaterialien, dass die eben 10% kürzer braucht, anstatt 5% eben 10%. Wenn ihr total Survive geskillt seid, und genau das sollte man mit russischen Schlachtschiffen ja tun, die sind komplett darauf ausgelegt, sind Frontschweine, die sollen viel einstecken können, die Panzerung ist darauf ausgelegt, der Sigma und die Streuung ist auf diese Schiffe ausgelegt, dass sie nah an den Feind ranfahren und damit ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein First Blood macht,
natürlich nochmal viel höher, weil ihr einfach vorne an der Front steht. Ja? Und, wie ihr ja wisst, wenn man vorne an der Front steht, dann muss man die Türme schnell mal links nach rechts drehen. Und ja, auch dafür habt ihr dann die Fähigkeit mit diesem Kapitän. Wenn Nikolai Kusnetsov so kommt, ist er der ultimative russische Schlachtschiffkapitän aus meiner Sicht. Und ja, es wird sicherlich eine Menge Spaß machen, aber ja, ich bin mal gespannt, ob das nicht nachher zu stark ist in Zufallsgefechten für den einzelnen Fahrer oder für die Gegner dieser Schiffe. Denn ja, jeder kann natürlich diesen Kapitän haben, aber das muss schon irgendwie vernünftig ausgeglichen sein. Demnächst muss der Matchmaker dann noch gucken, ob er noch heldenhafte Kapitäne auf der Gegnerseite verteilen kann oder so eine Sachen. Weil das ist schon wirklich, für mich ist das ein starker Einfluss, muss man ganz ehrlich sagen. Denkt mal daran, ihr schießt auf ein russisches Schlachtschiff, seht, der hat noch 10% live, ja, und in dem Moment fängt der an und repariert alles und stellt dann Trefferpunkte wieder her. Und wenn ihr dann noch auf ihn schießt, dann erhöht sich die Streuung nochmal um 5%. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Klar, wenn ihr AP geschossen habt, ist die Herstellungsfähigkeit der Trefferpunkte eine andere, als wenn ihr mit HE oder Flutungen gearbeitet habt. Aber es ist trotzdem. Ich möchte gerne irgendwie so ein bisschen mehr Nachvollziehbarkeit auch für den Gegner. Ja, wenn ihr in eurem Schiff sitzt, ja, und den beschießt und plötzlich heilt sich das russische Schiff wieder hoch. Und ihr könnt im ersten Moment gar nicht so richtig nachvollziehen, warum möglicherweise. Das finde ich so ein bisschen anstrengend. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Geheimnis des Krieges sozusagen. Ja, ich weiß nicht. Auf der einen Seite freue ich mich auf den Kapitän, auf der anderen Seite sehe ich gewisse Gefahren. Ja, Wargaming hat selbst gesagt, wenn der Kapitän kommt, dann werden sie ganz genau beobachten, wie dieser Kapitän eingesetzt wird und ja, was das für Effekte auf die Gefechte haben wird. Dann werden sie eventuell auch Anpassungen durchführen bei diesem Kapitän oder eben für zukünftige Kapitäne Anpassungen durchführen oder weitere Kapitäne dieser Art in World of Warships integrieren. Ich bin jetzt gespannt, was sagt ihr zu diesem Kapitän? Sind euch diese 1500 Rationsmarken zu viel, zu wenig? Freut ihr euch auf den Kapitän? Würdet ihr ihn noch ganz woanders einsetzen? Vielleicht gar nicht auf Schlachtschiffen, sondern auf, keine Ahnung, Zerstörern, Kreuzern oder so eine Sachen? Immer raus damit mit euren Ideen, Meinungen dazu in die Kommentare hier unter dem YouTube-Video, gerne auch bei Facebook, gerne auch bei Twitter oder Instagram, da sind wir überall vertreten und wenn ihr möchtet, auch im Forum, in unserem Forumsbeitrag, den wir haben, unter dem in dem Videobereich. Ja? Also, ich danke für eure Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Seekrauts-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.